Verehrte Damen und Herren, Kölnerinnen und Kölner und alle Unterstützer, die heute wieder hier sind. Zum 43. Mal versammeln sich die Unterstützer, die Freunde und Familie von Adil, um Freiheit für ihn zu fordern. Ich bin heute auch dabei und würde gern natürlich als betroffene Person was dazu sagen. Wenn Sie sich ein Land anschauen und mehr über dieses Land erfahren möchten, über Ihre Demokratie etwas erfahren möchten, dann würde ich Ihnen raten, sich die Rangliste der Pressefreiheit erstmal anzuschauen. Denn meistens ist es so, dass in Ländern die Demokratie genau dann zerfällt, wenn die Pressefreiheit aufgehoben wird. Länder gehen gegen ihre Presse, gegen ihre Medienschaffenden in solchen Zeiten vor, weil sie genau das, was nicht ans Tageslicht gebracht werden soll, verhindern wollen. Sie wollen Menschen mit ihren Lügen weiter aufrechterhalten. Ihre Lügen sollen nicht aufgedeckt werden und das Volk soll nicht aufgeklärt werden über die Missstände im Land. In der Türkei hat es nach dem vermeintlichen Putschversuch angefangen, dass gleich Medienschaffende inhaftiert wurden, dass Medienorgane geschlossen wurden, dass Fernsehsender, Radiosender in einer Nacht hintereinander verboten und geschlossen wurden. Und es kündigte sich eine Verhaftungswelle an für alle Medienschaffenden, aber auch nicht nur für diese. Sehr viele Menschenrechtsaktivisten, Ärzte, die sich gegen den Tod ausgesprochen haben, Anwälte, die ihre Mandanten betreut haben, wurden in dieser Zeit inhaftiert und wurden auch in Hochsicherheitsgefängnisse eingesperrt. Ich bin heute hier, weil ich auch Adil kannte und mit ihm gemeinsam auch gearbeitet habe. Der Grund, weshalb Adil inhaftiert wurde, ist, dass er für eine linke, für eine sozialistische Nachrichtenagentur gearbeitet hat. Egal, was in der Anklageschrift steht, wir wissen alle, dass es dabei wirklich um eine Sache ging. Dass sie damit die Medienschaffenden einschüchtern wollten und ihnen auch sagen wollten, egal welche Staatsbürger ihr seid, aus welchen Ländern ihr kommt, alle werden genau dieselben Repressionen erfahren. Und es ist auch nicht wichtig, ob Adil Journalist war, ob er sich betätigt hat in dieser Nachrichtenagentur. Wir haben sehr viele andere Fälle erlebt. Wir haben Peter Steutner erlebt. Er war nur Menschenrechtsaktivist, war nur für ein Seminar in der Türkei. Und auch er wurde mit Terrorvorwürfen inhaftiert und war in einem Hochsicherheitsgefängnis, in einer Isolationszelle. Wir haben sehr viele Anwälte und Ärzte gesehen, die sich gegen die Afrin-Offensive ausgesprochen haben und am nächsten Tag festgenommen wurden. Das zeigt, dass der Staat gegen jegliche Kritik vorgeht, dass es dabei nicht um einzelne Personen geht. Es geht nicht um Adil, um Isminas, um Zehra oder um andere Namen. Es geht auch nicht um Patrick, Hosanjane oder sonst jemanden. Es geht darum, dass die Menschen keine Kritik an dieser Alleinherrschaft ausüben sollen. Und um diese Kritik im Keime zu ersticken, werden die Menschen anhand von Postings, anhand von Tweets oder anderen bodenlosen Vorwürfen festgenommen und monatelang weggesperrt. Sie werden weggesperrt, damit sie ihre Stimmen nicht nach draußen tragen, damit sie die Außenwelt nicht davon informieren. Und genau deswegen ist es wichtig, dass die Unterstützer, die Familie, die Freunde von Adil und von allen anderen auf die Straße gehen und zeigen, dass Adil nicht in Vergessenheit geraten wird. Dass sie die Stimme von Adil sein werden, die der türkische Staat versucht zum Verstummen zu bringen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass auch ich und andere Betroffene weiterhin auf diese Repressionen zeigen und sagen, dass es kein Ende hat mit unserer Freilassung. Es wird auch kein Ende haben, wenn morgen Adil hoffentlich freikommt. Ich bin guter Zuversicht und hoffe, dass Adil morgen freikommt. Aber es ist wichtig, dass Adil auch wieder zurück nach Hause kann. Denn nur ihn freizulassen, aber dann im türkischen, offenen Gefängnis, im Freiluftgefängnis zu halten, ist auch keine Lösung. Ist auch immer noch eine Bestrafung für ihn und vor allem für seine Familie, die ihn hier schon seit Wochen erwartet. Morgen wird außerdem, darauf muss ich auch noch mal hinweisen, das Verfahren gegen Isminas Temel und Hava Cuştan fortgeführt. Das sind auch Journalistinnen, die seit Monaten
Isna seit 14 Monaten inhaftiert ist. Und wir müssen auch dazu sagen, dass jede Woche Journalistinnen in den Prozessen, in ihren Verfahren versuchen, ihren Beruf zu verteidigen. Wir sind so weit gekommen, dass Journalistinnen und Reporter nicht mehr von der Straße berichten können, weil sie ständig in den Gerichtsgebäuden sind und an Verfahren teilnehmen müssen. Und das sind Zustände, die wir nicht weiter betrachten sollten, wo wir was tun müssten. Und hier ist genau die Aufforderung an die Bundesregierung und alle anderen Menschen, die hier heute teilnehmen. Lasst uns nicht schweigen, lasst uns nicht wegsehen. Denn wir wissen, vom Wegsehen und vom Schweigen ändert sich nichts. Die Situation wird nur schlimmer und die Menschen geraten in Vergessenheit. Und um genau das zu verhindern, werden die Freunde, Familie und Unterstützer von allen inhaftierten Menschen weiterhin auf die Straße gehen und dieses öffentliche Anliegen, diesen öffentlichen Druck weiterhin aufbauen. Es ist wichtig, als Mensch zu verstehen, dass es nicht das Anliegen von einem ist, frei zu sein. Es ist das Anliegen aller, das sind Grundwerte, zu denen wir stehen müssen und die wir auch bis zum Ende verteidigen müssen. Vielen Dank. Freiheit für Adi, Demirci! Freiheit für Adi, Demirci! Freiheit für Adi, Demirci! Genau 10 Monaten sitzt unser Freund, Kollege, Bruder, Sohn, Adil Demirci, Journalist und Sozialwissenschaftler aus Köln, in türkischer Haft. Seit fast einem Jahr sitzt Adil zu Unrecht im Gefängnis und wird seiner Freiheit beraubt. Als er im Frühling letzten Jahres für einen Kurzurlaub mit seiner schwer erkrankten Mutter in die Türkei reiste, um ihr eine Erholungspause während ihrer Chemotherapie zu ermöglichen, rechnete er nicht damit, nicht wieder nach Köln in seine Heimat zurückreisen zu können. Adil wurde in der Nacht vor seiner geplanten Rückreise am 13. Februar aus dem Schlaf gerissen und fand sich in Front eines Gewehres wieder. Es waren bewaffnete Truppen der sogenannten Antiterroreinheit in die Wohnung Diese, die sich in die Wohnung seines Onkels gestürmt haben und verwüsteten die gesamte Wohnung. Nachdem sie nichts in der Wohnung fanden, nahmen sie Adil Demirci mit. Zu dem Zeitpunkt schlief unsere Mutter ein Stockwerk über ihm in der Wohnung, die nichts davon mitbekommen hatte und erst am nächsten Morgen erfahren sollte. Adil Demirci wurde mitgenommen, ohne zu wissen, was ihm tatsächlich vorgeworfen wird. Seitdem sitzt er im Hochsicherheitsgefängnis Silivri in einer türkischen Haftanstalt. Wie bei allen Regierungskritikern und Oppositionellen lautet auch bei Adil der Vorwurf der türkischen Justiz, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Konkret wirft die türkische Regierung Adil Demirci vor, an 3 Beerdigungen in den Jahren 2013, 14 und 15 teilgenommen zu haben. Diese waren Beerdigungen von Menschen, die im Kampf gegen den Islamischen Staat und somit gegen den Terror, der weltweit gefürchtet wurde, verstorben sind. Adil hat als Journalist an diesen Beerdigungen teilgenommen, um darüber zu berichten. Außerdem ist es damals wie heute in der Türkei kein Verbrechen, an öffentlichen Beerdigungen teilzunehmen. Diese Beerdigungen waren zudem von mehreren tausend Menschen besucht. Wie uns auch die Anwälte mitgeteilt haben, gibt es keine rechtliche Grundlage dafür, dass Adil 10 Monate in Untersuchungshaft sitzt. Adil Demirci wird deshalb aus politischen Gründen seit fast einem Jahr seiner Freiheit beraubt und deshalb fordern wir als Solidaritätskreis seine sofortige Freilassung und seine Ausreise nach Deutschland. Am 20. November 2018 stand Adil Demirci das erste Mal nach über 7 Monaten vor dem Richter. Als Prozessbeobachter reisten namhafte Personen, unter anderem Politikerinnen, Journalistinnen, Vertreterinnen des Internationalen Bund nach Istanbul und nahmen gemeinsam mit Mitarbeitern des deutschen Generalkonsulats an der Gerichtsverhandlung teil. Wie auch diese mitteilten,
war der Richter sichtlich genervt von ihrer Anwesenheit und der Präsenz des Falles Ademirci in den deutschen Medien. Trotz absurder Vorwürfe und guter Verteidigung wurde Ademirci nicht freigelassen und sein Prozess wurde auf den morgigen Tag verlegt. 6 seiner Mitangeklagten wurden freigelassen, weshalb gerade diese freikamen und die restlichen nicht, bleibt offen. Wie auch die Prozessdelegation mitteilte, fand der Prozess nicht unter fairen Bedingungen statt und trotz fehlender Gründe wird Adil weiterhin seiner Freiheit beraubt. Nun ist es soweit und der zweite Prozesstermin von Adil findet morgen statt. Die Prozessbeobachter reisten am heutigen Tag nach Istanbul. Dort werden sie zunächst in der Residenz des Generalkonsuls in Istanbul empfangen, welcher ebenfalls als Prozessbeobachter an der Gerichtsverhandlung teilnehmen wird. Zu den Prozessbeobachtern aus Deutschland gehören Günter Wallraff, Investigativjournalist, Rolf Mützenich, Bundestagsabgeordneter für die SPD, Jörg Detjen, Mitglied des Stadtrats der Stadt Köln für die Linke, Anke Brunn, Mitglied des Präsidiums des Internationalen Bund und Frau Skrupsch, sie ist die Vorsitzende des Konzernbetriebsrats des Internationalen Bund. Wir stehen hier in Köln seit 43 Wochen zu unserer 43. Mahnwache am Wallraffplatz und versuchen, die Stimme von Adil auf die Straßen Kölns zu tragen. In dieser Zeit haben wir viele Unterstützerinnen für unseren Kampf für die Befreiung Adils gewinnen können und hoffen, dass Adil morgen seine Freiheit zurückerlangen wird. Und heute stehen wir nicht nur in Köln auf der Straße, sondern auch viele Unterstützerinnen in anderen Städten in Deutschland und Österreich haben sich uns angeschlossen und fordern ebenfalls heute die Freilassung von Ademirci und weiteren inhaftierten Journalistinnen in der Türkei. Ademirci ist und bleibt unschuldig und sitzt derweil als ein weiterer Journalist bzw. als eine weitere politische Geisel in einer türkischen Haftanstalt. Dies können, wollen und werden wir nicht hinnehmen. Vielen Dank für eure Solidarität, vielen Dank für eure Unterstützung und der Teilnahme unserer Mahnwache, der Solidaritätskreis Freiheit für Ademirci aus Köln. Freiheit für Ademirci! Freiheit für Ademirci! Freiheit für Ademirci!